Hallo, 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 du da draußen und herzlich willkommen hier wieder mal bei der Spyro Reignited Trilogie. Ja, wir sind jetzt hier in den zerbrochenen Hügeln, bei den Satyren, bei den Faunen und auch die Heimatwelt von Elora. Ja, wir haben jetzt soweit alles gut hingekriegt, es fehlen nur noch zwei Kugeln und ein paar Edelsteine, dann haben wir auch alles erledigt und dann geht es schon weiter in die nächste Welt. Ja, ich weiß jetzt nur, die nächste Aufgabe wird ein bisschen nervig werden, denn wir müssen einen Alchemisten durch diese ganze Schar von Steingolems halt, halt lotsen, damit er halt dann irgendwann Jäger erreichen kann, um ihn halt zu befreien. Aber das wird jetzt auch ein bisschen nervig werden. Bevor ich das mache, will ich hier nochmal kurz mal gucken, ob ich hier irgendwas übersehen habe. Nein, habe ich leider nicht. Hier sind keine Edelsteine. Das ist mega kacke. Und naja, dann wollen wir mal die Aufgabe des Alchemisten mal erfüllen. Hallo! Ich experimentiere mit einem neuen Trank und würde ihn gern testen. Aber wegen der Erdformer traue ich mich nicht raus. Wärst du wohl so nett, mich zu begleiten? Na klar. Toll! Halte die Erdformer einfach von mir fern. Dann bringe ich den Trank zu Jäger. Beschütze den Alchemisten vor den Erdformern. Gut, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie der läuft. Ich hasse diese Aufgabe. Bringst du mich an diesen Erdformern vorbei? Toll! Muss ich ja. Also der erste, der den er machen will, ist der hier. Dann geht er zu dem hier. Dann macht er welchen? Ah, der hier. Dann macht er den hier. Und dann kommen wir zu dem hier. So, und der letzte, den er noch über noch angreifen möchte, passieren möchte, wäre der hier. Natürlich nicht! Boah, das war knapp. Das war gerade richtig knapp. So. Meine Füße fühlen sich schon besser an. Passt du bitte hierauf auf? Aber natürlich machen wir doch gerne. So, jetzt müssen wir das, glaube ich, nochmal machen. Um, Komm wieder zu mir, wenn du den Kopfstoß beherrschst. Dann treten wir den Erdformern gemeinsam in den Hintern. Ach doch, ich brauche doch eine neue... Oh, Scheibenkleister. Ich brauche doch noch eine andere Fähigkeit. Ach, schade, schade, schade. Das ist nämlich die Arschbombe. Ach ja, ich kann ja die Arschbombe noch gar nicht. Hm. Na gut. Stimmt, ja. Sind hier noch irgendwelche? Nee. Wo sind denn die letzten Edelsteine? Es sind 15 Edelsteine, die mir fehlen. Ah, vielleicht ist da noch was. Warte mal. Geh mal kurz da rüber. Ich glaube, hier ist er. Ah! Aha! Da sind sie. Okay. Oh, danke. Was war das denn? Warum macht er das? So, nochmal. Spyro, einmal springen. Er springt nicht. Warum springst du nicht? Ach, dann muss ich den ganzen Weg nochmal latschen. Okay. Wow. Ja. Halt. Nein. Wow. Wow. Jawohl. Es hat irgendwie gerade funktioniert. Ich weiß nicht, wie es funktioniert hat, aber es hat funktioniert. Und ich bin einfach nur gut. Ich bin gut. So, dann können wir erstmal die Welt verlassen und den letzten Edelstein, die letzte Kugel, besser gesagt, kriegen wir später. Dankeschön, ciao, ciao, bye, bye. Bis zum nächsten Mal. Jetzt feiern die alle.
Jetzt feiern die auch mit. Weil er irgendwie anscheinend ein anderes Lied gespielt hat oder sonst irgendwas. Okay, gut. Aber leider haben wir das noch nicht zu 100% geschafft, diese Welt. Finde ich sehr schade, aber naja, gut. Irgendwie muss man ja doch in die Welt wieder zurückgehen können, wenn man eine neue Fähigkeit hat. Nämlich der Kopfstoß, der fehlt nämlich noch. Damit wir auch mal andere Sachen irgendwie kaputt machen können. So, dann haben wir diese Welt auch erledigt. Dann kommen wir jetzt in den Magma-Kessel, da wie der mal hieß. Der Magma-Krater, dieser Magma-Krater. Magma-Kegel, ja, das ist die nächste Welt. Und dann kommt noch eine Welt und dann muss ich nochmal die beiden Strecken nochmal machen und dann kommen wir zum Endboss. Los geht's, Magma-Kegel! Was waren da nochmal für Gegner? Das weiß ich gar nicht mehr. Naja, mal gucken, was da auf uns so zukommen wird. Ich denke mal jetzt, es wird nicht so schwer werden, die Welt. Es wird eigentlich mal ziemlich einfach. Ach, das ist die Welt. Ja, stimmt. Oh nein. Oh oh. Hm. Irgendwie stirbt immer irgendwie einer in der Vorintro, kann es sein? Ich dachte, das Spiel ist ein kinderfreundliches Spiel. Nein, nein, keine, keine Sorge, liebe Kinder. Der ist jetzt nicht gestorben. Der hat noch rechtzeitig, konnte er noch fliehen und hat überlebt. Keine Sorge. Hallo Spyro, du bist bestimmt wegen der Party hier. Die fällt aus, weil die doofen Erdformer den Vulkan ausgelöst haben. Looney, der Faun. Ist ja geil. Hast du eine Hose an? Gibt es einen Grund, warum ihr so aussieht wie die von Alles steht Kopf? Der Wut? Ja, der sieht irgendwie aus wie der aus, ja, wie gesagt, Alles steht Kopf. Wut. So klein und hat eine Hose an. So, diese Steinwühler kann ich ja noch nicht töten. Den müsste ich ja wieder mal irgendwo hier in die Lava reinkriegen. Au! Ja, hier waren überall diese komischen Erdwürmer da. Wühler, Former oder wie auch immer heißen. Die habe ich immer gehasst. Ich weiß nicht wieso, ich mochte die nie. So, wo geht's jetzt hier weiter? Wo geht's hier denn? Wo ist denn? Es sieht eigentlich so aus, ob man da irgendwie hochkommt, aber nein! Da kommt man nicht mehr. Au! Geh da rauf! So konnte man die umbringen. So, da oben geht's weiter, das sehe ich gerade. Oh, so. Ich musste mal ganz kurz husten. Entschuldigung. Und hier geht es auch noch weiter. Da sind noch ein paar Edelsteine. Ich tue alles, um Edelsteine zu kriegen. Da begebe ich mich sogar in Gefahr. Erstmal muss ich wieder mit Sparks wieder aufheilen. Ich mag es nicht, wenn er so blau ist. Ich mag es lieber, wenn er goldgelb ist. Dann ist er aber sehr schön. Dann brauche ich mir keine Sorgen zu machen. Spyro, spring runter da. Und weiter geht's. Erkunden wir weiter diese Welt. Das ist so ein Idiot. Der wirft einmal und läuft sofort weg. Wo bist du? Komm her. Was bist du denn für ein Patzke, Mann? Wo ist er jetzt? Wo ist er hin? Da ist er. Boah, bin runtergefallen. Oh, Mann. Toll, jetzt habe ich gerade nichts gesehen, weil ich bin runtergefallen bin. Dankeschön. Weg da, du Arsch. Hier noch mal irgendwas, noch mal nichts. Da. Und dich muss ich jetzt zu dem nächsten Faun irgendwie locken, der hier irgendwo steht. Ah, warte mal. Haha. Jetzt. Bist du fies, ey. Mit so einer richtig fetten Abrissbirne. Wo ist der da? Der steht da. Na, was hat der?
Ein Breslauf-Hammer. Ah, cool. Mit einem fetten Breslauf-Hammer hat er den erstmal stattgemacht. Wie cool. So, ich glaube, hier in der Welt gab es auch nur... gab es auch zwei Kugeln, die man holen musste. So. Perfekt. Ach, Geld, sag mal wieder. Mann, Ewigkeit nicht mehr gesehen. Noch einmal bist du wieder da. Noch mehr Leben. Hier sind drei Leben. Ich habe doch schon so viele Leben. Man geht hier nicht Game Over. Das ist das Coole daran in dem Game hier. Na, was hast du Schönes? Wenn das mal nicht mein bester Kunde ist, der Aufzug im nächsten Raum bringt dich zum Vulkan. Für eine einmalige Gebühr von ein paar Edelsteinen kannst du ihn benutzen, so oft du willst. Na, und wie viel willst du haben, mein guter Geldsack? Na, 200, das geht ja. Mit dir mache ich gerne Geschäfte. Steig einfach in den Aufzug, dann bringt er dich nach unten. Wenn du wieder hoch willst, steig wieder ein. Dieses Aufzuggeschäft ist echt profitabel. Läuft fast so gut wie das mit den Brücken. Danke. Was für ein gemeiner, doppelzüngiger Bär. Oh, kommen wir jetzt in... ah, in den Vulkan. Das ist überhaupt nicht gefährlich. So, zack, zack, wieder. Also, er könnte sich überall die ganzen Edelsteine einfach holen, aber nein, er ist zu blöd dazu. So, danke. Was haben wir hier? Auch nochmal ein paar Edelsteine? Nein, hier ist nichts. Was haben wir hier? Nichts. Was haben wir hier? Gar nichts. Was haben wir hier? Edelsteine. Sehr gut. Und das war's schon. Au! Au! Warum wurde ich jetzt gerade zweimal getroffen? Wie fies war das denn gerade? Es rollt hier doch schon die ganze Zeit irgendwas runter. So, aufpassen. Mom. Schön einfach weiter klettern. Hm. Jetzt haben wir den Vulkan irgendwie zugemacht. Danke, dass du einen Deckel auf den Vulkan gesetzt hast, Spyro. Hier wurde es etwas zu heiß. Hier ist übrigens ein Talisman, den ich für die Party aufgehoben habe. Du hast ihn mehr als verdient. Dankeschön, lieber Bibbo. Gut, damit haben wir das erledigt. Und das ist natürlich ein Partykrug. Sehr schön. Gut, damit haben wir das auch erledigt. Jetzt müssen wir nur noch gucken, wo die letzten Dinger waren. Da! Da war die nächste Aufgabe. So. Hey Spyro, du kommst gerade passend zur Party. Nur haben die blöden Lava-Monster unsere Hüte gestohlen. Und ohne Partyhüte können wir nicht feiern. Schieße die Lava-Monster ab. Achso, dafür brauche ich die Munition. Okay. Ich muss jetzt mal kurz ganz kurz nach oben fliegen, denn hier brauche ich erstmal noch die ganzen Dinger hier. Das dürften alle gewesen sein. Okay, dann nochmal ganz kurz nach oben. Und nochmal den nochmal aktivieren. So. Okay, wo ist das erste Ding? Da ist das erste Ding. Das war Nummer 1. Das war Nummer 2. Jetzt kommt Nummer 3. Boom. Schön einsammeln und Feuer. So, dann wollen wir wieder das hier. So, immer schön wieder einsammeln. Und jetzt kommen die nächsten. Irgendwie sind sie feuerresistent, keine Ahnung, aber man muss es trotzdem so machen. Boom. Nummer 4. Nummer 5. Au. So, jetzt habe ich wieder Sparks verloren. Warte mal. Aufpassen. Ein Ohr. Dass Spyro sofort immer einer richtig krass auf den Deckel kriegt, das ist auch irgendwie nervig. So, was haben wir jetzt hier noch? Ah, warum habe ich den übersehen?
Danke! Das war fies. Schön nach oben, nach oben, nach oben, nach oben, nach oben, nach oben. Ja, das war knapp. Nein, das war scheiße. Das war scheiße. Ich sehe nichts. Wo bin ich? Ah, das war knapp. Oh Mann, war das knapp. So. Ha! Volltreffer. So, wo haben wir das nächste Ding? Da. So, du da. Stirbst jetzt. So, ich bräuchte nochmal einen. Da oben. Ah, da oben ist der andere. Alles klar. Dankeschön. Du bist doch ein Arsch. Oh, wie fies, ey. Das gibt's doch echt nicht. Dass Spyro sofort immer irgendwie zigtausendmal gelähmt ist, wenn er irgendwie gegen eine Wand fährt, das nervt. Und das Nervige ist, ich habe jetzt noch nicht mal irgendwie alles irgendwie eingesammelt. Oh, jetzt darf ich nochmal komplett nach oben. Wo waren hier dieses komische... Da. Ja, 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 ist ja gut. Viele Edelsteine fehlen mir eigentlich noch. Oh, so viele? Oh, nee. Ja gut, Freunde, ich würde mal sagen, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Im nächsten Part werde ich mich hier noch ein bisschen umgucken und dann werde ich die Aufgabe hier noch erledigen. Und dann sage ich erstmal, macht's gut, bis zum nächsten Part. Danke fürs Zuschauen. Bis dann. Bye, bye. Haut rein. Tschüss.